So, einen wunderschönen guten Abend und willkommen auf meinem Kanal. Ja, hier spricht Patrick. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich werde euch in meinem heutigen Video und in meinem zweiten deutschen Video mal eine komplette VFR-Flugplanung vorstellen und anschließend auch den Cross-Country-Flight durchführen. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, einfach jederzeit in den Chat. Ich bin sehr gespannt, ja, was ihr von mir wissen wollt. Und von daher, ich würde sagen, lasst uns ohne Umschweife einfach gleich mal loslegen. Also, worum geht's heute? Wir machen einen VFR-Flug und wir stehen gerade in Herzogenaurach, nördlich von Nürnberg, und werden nach Schweinfurt-Haßfurt fliegen, sprich von Echo Delta Quebec Hotel nach Echo Delta Quebec Tango. Ich habe mal folgende Route rausgesucht, die ich euch jetzt mal zeigen will. Okay, das ist das Flugwetter, das kommt gleich noch. Jetzt, okay. Also, das hier ist die offizielle VFR-App der deutschen Flugsicherung, ein simples und kostenloses Tool, um ja, Flüge zu planen. Ich habe es in all meinen Flügen, meiner kompletten Ausbildung verwendet. Es ist wirklich super, super, super sinnvoll. Ja, und ich kann es euch auch wirklich nur ans Herz legen. Also, wir fliegen von Herzogenaurach, nördlich von Nürnberg, nach Haßfurt, Schweinfurt-Haßfurt, je nachdem, über Bamberg. Es ist kein wirklich langer Flug. Wenn wir mal hier kurz aus der Maske gehen und auf True Course und Entfernung gehen, dann sehen wir, dass wir gerade mal 37 nautische Meilen haben. Das ist wirklich nichts. Ich würde jetzt mal aus dem Stegreif sagen, wir werden gute 20 bis 25 Minuten benötigen. Ja, Leute, die erste Frage, die ihr euch stellen solltet, ist natürlich das Routing. Warum fliegen wir diese Route? Nun, wir könnten natürlich auch kürzer fliegen, allerdings heute zur Vereinfachung und einfach zur besseren Darstellung von VFR-Objekten in X-Plane fliegen wir über Bamberg, was ziemlich markant ist und was man aus der Luft schon ziemlich bald erkennt. Die nächste Frage, die ihr euch stellen solltet, wenn ihr die Route erstellt habt, ist: Wie hoch können wir oder wie hoch sollen wir eigentlich fliegen? Also, wir haben auf der einen Seite die Minima. Ich hatte in meinem einen Video bereits erklärt, dass ihr Minima auf zwei Arten berechnen könnt. Ihr könnt euch an den roten Werten, die hier stehen, an den sogenannten Maximum Elevation Figures orientieren und 500 Fuß draufschlagen. Dann seid ihr stets auf der sicheren Seite oder ihr geht wirklich jeden Teil der Route entlang und guckt links und rechts von der Route, wo liegen, also nehmt eine Daumenbreite, wenn ihr die Karte vor euch liegen habt, wo liegen die höchsten Hindernisse. Wir haben hier zum Beispiel 1175, 1264, 1792 und wenn wir auf diesen Abschnitt gehen, 1655, 1601. Also, wir können wesentlich tiefer fliegen, als uns die Maximum Elevation Figure hier anzeigt. Dennoch werden wir uns mal an der orientieren und mal 3100 Fuß annehmen. Die nächste Limitierung, die wir haben, sind Lufträume. Wir haben hier südlich von Nürnberg sofort den Delta-Luftraum, der für uns aber unerheblich ist, da wir Richtung Norden fliegen. Also sind für uns die beiden blauen Charlie-Lufträume relevant, die wir nicht ohne Freigabe befliegen dürfen und daher müssen wir die unterfliegen. Der kleinere Charlie geht von 3500 Fuß bis Flugfläche 7.0. Und der größere Charlie geht von 4500 Fuß bis Flugfläche 7.0. Das heißt, wir sind mit unseren 3100 Fuß schon mal auf der sicheren Seite. Von daher, es spricht nichts dagegen. Die Route ist auch nicht zu kurz, um auf 3100 Fuß zu steigen. Von daher, unter diesen Gesichtspunkten können wir das schon mal locker machen. Was jetzt natürlich noch uns einen Stolperstein in den Weg legen könnte, wäre das Wetter. Daher gucken wir uns auch nochmal das Wetter an. Und ich kann euch gleich schon mal sagen, ich habe zur Vereinfachung in X-Plane die ICAO-Standardatmosphäre eingestellt. Das heißt, wir haben einen Luftdruck von 1013,25 Hektopascal und 15 Grad auf Meeresoberfläche. Das machen wir auch immer zur Vereinfachung. Das heißt, Windkalkulationen etc. können wir ignorieren.
Dennoch sollten wir uns gewisse Dinge anschauen und das Wetterbriefing ist elementar für eine sichere Flugdurchführung, weil selbst wenn ihr in die Luft kommt, selbst wenn ihr ein paar Meilen fliegt, es ist niemals gesagt, dass ihr an- oder zurückkommt. Von daher solltet ihr wirklich ein gutes und ausführliches Wetterbriefing vornehmen und die beste App ist dafür einfach, auch wenn es etwas kostet, die PCMET-App vom Deutschen Wetterdienst. Kostet glaube ich 80 Euro im Jahr, wenn ich es richtig im Kopf habe, lohnt sich aber. So, was gucke ich mir eigentlich an? Also, es gibt verschiedene Kategorien, VFR, IFR, Segel, Ballon und eine Kombination aller Produkte. Für uns ist der VFR-Flug relevant. Die Minimalberatung, die ihr euch einholen solltet, ist das sogenannte GAFOR. So, ich mache das mal auf. Also, was ist GAFOR? GAFOR zeigt euch anhand von 5 Farben an, wie das Wetter in dem Gebiet ist, in dem ihr fliegt. Die Farben gehen von Rot, auch X-Ray genannt, das ist nicht fliegbar, da ist das Wetter einfach zu schlecht, bis Charlie, dem blauen Sektor, was auch für Clear steht. Bestes Flugwetter, da dürftet ihr keine Probleme haben. Das ist die minimale Flugvorbereitung, die ihr machen sollt. So, wo müssen wir jetzt hinschauen, wenn wir von Herzogenaurach nach Haßfurt fliegen? Wir gucken in dieses GAFOR hier. So, die Karte wird größer und ihr seht, ich gehe über GAFOR Nummer 56, das ist Mittelfranken. Und wir gehen über GAFOR Nummer 54, das ist Mainfranken. Die zeigen uns beide Oscar an, das heißt, wir haben aus der Perspektive schon mal keine Probleme mit einem VFR-Flug. Was wir noch checken sollten ist, welche Uhrzeit behandelt dieses GAFOR eigentlich? Und wir haben hier 15 bis 17 Uhr UTC, sprich wir reden von 16 bis 18 Uhr. Das ist also etwas zu früh, weil der Zeitraum schon vorbei ist. Daher gucken wir uns den Zeitraum von 17 bis 19 Uhr an und haben auch hier grünes GAFOR. Das passt wunderbar. Wir werden in X-Plane dann bei Tageslicht fliegen, damit auch ein VFR-Flug Sinn macht. Wenn ihr aber eine Realtime-Planung macht, dann guckt ihr natürlich zur jeweiligen Uhrzeit. Also, das GAFOR zeigt uns grün. Perfekt, dem steht nichts im Wege. Was solltet ihr noch machen? Ich gucke mir immer die Low Level Significant Chart an für Deutschland. Dort bekommt ihr eine Übersicht, wie schaut es denn eigentlich aus in dem Sektor, in dem ihr gerade fliegt. Und ihr kennt schon auf den ersten Blick, okay, wir haben hier eine deutlich größere Karte. Es sind viele verschiedene Farben und Linien drauf. Was bedeuten die denn alle? Nun zuerst mal, also wir haben das Gebiet dort, wo Echo Delta Delta Mike steht. Ja, ich zoome da mal ein bisschen rein. So. Dort gucken wir hin, wenn wir von Herzogenaurach nach Bamberg fliegen. Nach Haßfurt. Das Grüne ist Wolken. Das ist erstmal nicht so schlimm. Da müssen wir erstmal nicht drauf achten. Das Rote bedeutet, in diesem Gebiet, und das betrifft uns schon nicht mehr, von daher brauchen wir es nicht wirklich behandeln, aber in diesem Gebiet habt ihr signifikante Wettererscheinungen. Und die könnt ihr hier oben ablesen. Also, da steht LCA 4000 RA BKN 0010 XXX. Was heißt das? Man muss viele Weathercodes lernen. Einfach nur, um den mal zu verdeutlichen. Also, LCA, wie auch immer, bedeutet Local. 4000 Meter Sichtweite und Regen. BKN steht für Broken, das heißt die Bewölkung nimmt 6 oder 7 Achtel des Himmels ein und geht von 1000 Fuß über Grund bis 24.500 Fuß. Gleichzeitig haben wir die blaue Linie mit dem Dreieck vorne dran, das heißt eine Kaltfront bewegt sich mit 20 Knoten die Stunde von West nach Ost. Okay, soweit, so gut. Wann ist die Karte gültig? Nun, die Karte gilt heute um 18 Uhr UTC. Das heißt, sie ist relativ aktuell, weil sie nämlich noch 13 Minuten hinten dran ist. Das heißt, das Wetter hat sich noch nicht so weit verschoben, dass wir uns Gedanken machen müssen. Was wir uns aber noch anschauen, ist die 0-Grad-Grenze. Und die liegt hier auf 5000 Fuß. Da steht 0-Grad-Doppelpunkt 050. Sprich, wir haben 5000 Fuß 0-Grad-Grenze. Warum ist das für uns wichtig? Nun, mit einem kleinen Flugzeug wie einer Cessna 152 sollten wir Vereisungszonen meiden wie der Teufel das Weihwasser, schlichtweg weil wir keine modernen Vereisungsanlagen haben wie Verkehrsflugzeuge. Das heißt, wenn wir in eine Vereisungszone fliegen, drehen uns vielleicht die Ruder fest. Und wo das hinführt, liebe Leute, ich glaube, dazu muss ich nicht so viel sagen. Also, checkt das GAFOR, checkt die Low Level Significant Chart. Was ihr darüber hinaus noch machen könnt,
Ihr könnt das sogenannte Sat-Rad-Blitz checken. Dann bekommt ihr eine Übersicht über alle Wolken und über alle Blitze und über alle Niederschläge. So, und wir sehen auch, wir haben hier unten im Süden von Deutschland das M für München stehen. Wir orientieren uns in der Zone und in der Zone werden wir um 17.30 Uhr UTC, das heißt seit 18 Minuten, keinerlei Bewölkung oder Niederschlag oder Blitze haben. Ihr könnt hier oben, wenn ihr auf Starten klickt, die Bilder durchlaufen lassen und bekommt dann eine Retrospektive, die 16.15 Uhr UTC losgeht und bis 17.30 Uhr geht. Und da sehen wir die Wolken und der Niederschlag. Der leichte bis sehr leichte Niederschlag bewegen sich von West nach Ost. Das heißt, wir könnten durchaus in die Wetterfront geraten, wenn wir mit dem echten Wetter fliegen würden. Das sei an der Stelle noch erwähnt, dass wir eben heute zu Simulationszwecken mal das Standardwetter benutzen. Okay, das Folgende ist erstmal völlig ausreichend für eure Planung. Was ihr dann noch machen solltet, ist eine Windbetrachtung. So. Da wir auf 3100 Fuß fliegen, nehmen wir die Karte, die am nächsten liegt. Das ist die 3000 Fuß Karte und Friday 180 Zulu. Also 18 Uhr Zulu, 19 Uhr Local. Und da sehen wir, dass wir im Gebiet von München ja Winde mit 10 bis mit 15 bis 25 Knoten aus ungefähr westlicher Richtung haben. Das heißt, wenn wir erstmal geradeaus hoch nach Bamberg fliegen, haben wir Seitenwind. Und wenn wir dann westlich abdrehen Richtung Haßfurt haben wir leichten Gegenwind, der uns ungefähr ja, 10 bis 20 Knoten an Ground Speed kostet. Liebe Leute, das ist unglaublich wichtig, dass ihr die Winde mit einfließen lasst, weil wenn ihr dramatischen Gegenwind habt, sinkt eure Reichweite signifikant. Im Gegenteil könnt ihr mit Rückenwind eure Reichweite enorm erhöhen. Ja, aber relevant ist immer der erste Fall, verkürzt sich vielleicht eure Reichweite. Ihr müsst das nämlich betrachten, wenn ihr eure Fuel Calculation anschaut. Dazu kommen wir aber gleich noch. Also, das wäre soweit das Wetterbriefing. Unserem Wetterbriefing steht auch nichts im Wege, wenn wir auf 3100 Fuß fliegen wollen. Von daher werden wir genau das tun. So, also wir haben ein Routing, wir haben ein Weather Briefing gemacht, wir haben unsere minimalen Flughöhen bestimmt. Ich empfehle euch dazu noch, schreibt euch dann auf eure Flugplanung wirklich die Mindestflughöhen. Das heißt, ihr geht hier entlang, guckt euch die Hindernisse an, schlagt 500 Fuß drauf und rundet auf und dann wisst ihr, im Notfall könnt ihr auf diese Höhe sinken. So. Schauen wir uns unser Routing nochmal an, was uns auf dem Weg eigentlich begleiten wird. Wir werden in Herzogenaurach auf Piste 08 starten, das heißt Start in östliche Richtung und werden dann nach dem Start Richtung Norden abdrehen. Nach wenigen Minuten wird uns die Autobahn A3 ja, unter den oder unter den Rädern erscheinen. Dann kommen wir über das fränkische Seenland, werden dann auf unserer rechten Seite Forchheim sehen, werden dann diese Bundesstraße überqueren, den kleinen Fluss. Sehen dann die Eisenbahnlinie zwischen Frenzdorf und Strullendorf. Strullendorf? Das heißt tatsächlich so, liebe Leute. Das heißt Strullendorf. Wir können die Eisenbahnlinie zwischen Frenzdorf und Strullendorf sehen und werden dort schon längst Bamberg erkennen können. Bamberg ist die größte Stadt im Umkreis, die könnt ihr nicht übersehen. So, im Gegensatz zu der Anzeige auf der Karte werden wir kurz vor dem Flugplatz schon Richtung Schweinfurt abdrehen, da wir aktive Flugplätze nicht überfliegen sollten. Besonders wenn dort Flugbetrieb herrscht, einfach um Gefahren zu minimieren. Die restliche Strecke von Bamberg nach Haßfurt ist super einfach, weil wir müssen einfach immer nur der A70 folgen, bis wir irgendwann in dieses Seengebiet kommen und dann befinden wir uns auch schon in Platzrundennähe. Und sobald wir Sichtkontakt zum Flugplatz haben, können wir schon in die Platzrunde eindrehen. Also, das sind unsere Orientierungsmarken, die wir haben. Autobahnen, Städte, Seen. Eigentlich die größten Orientierungsmarken, die ihr habt. Fangt groß an und geht dann ins Kleine. Ein Bach oder ein bestimmtes Waldstück ist super schwer zu erkennen aus der Luft. So, von daher, jetzt wird es mal kurz Zeit, in die eigentliche Flugplanung zu gehen. Ihr seht, wir stehen hier schon in Herzogenaurach auf der 08 und sind abflugbereit. So, hier kommt ein weiteres sehr, sehr geiles Tool ins Spiel, nämlich FL95.de. Was für Flight Level 905 steht, die höchste Flugfläche, die man in Deutschland VFR ohne Luftraum oder ohne Flugsicherungsfreigabe fliegen kann.
So, also, wie gesagt, wir vereinfachen das Ganze. Wir fliegen heute bei einem QNH von 1013 mit einer Startplatztemperatur von 15 Grad. Wir nehmen an, dass wir keine Winde haben und sehen schon mal, dass wir auch hier eine Strecke von 36 nautischen Meilen haben. So, die erste Frage ist, welche Höhe schaffen wir zwischen Herzogenaurach und Bamberg? Ich kann euch verraten, wir schaffen 3100 Fuß. Nun, wie komme ich darauf? Wir starten bei 1070 Fuß und müssen auf 3100 steigen. Das heißt, wir haben knappe 2000 Fuß zu überbrücken. Da wir keine Druck- und Dichtehöhen berücksichtigen müssen, sind es auch genau 2000 Fuß. Und wir fliegen mit 500 Fuß die Minute. Das heißt, wir sind in 4 Minuten da. Nun, wie weit kommen wir in 4 Minuten? Das könnt ihr jetzt gleich mal in der folgenden Karte sehen. Okay. Wir werden bei 1000 Fuß starten, Druckhöhe, und werden mit ungefähr 68 Knoten Indicated Airspeed steigen. Das heißt, ja, 68 Knoten in der Stunde durch 60 mal 4 heißt, wir schaffen in 4 Minuten gerade mal 4,53 Meilen. Das heißt, bevor wir in Bamberg sind, haben wir schon längst, liebe Leute, 3100 Fuß erreicht. Die restliche Höhe zwischen Bamberg und Passfurt fliegen wir auch auf 3100 Fuß und werden natürlich dementsprechend rechtzeitig in den Sinkflug gehen. Wenn wir oben auf Aktualisieren klicken, dann wird uns angezeigt, wie lange wir brauchen. Wir brauchen ungefähr 14 Minuten bis nach Bamberg und ungefähr 11 Minuten bis nach Schweinfurt. Und wir können grob eine Minute für den Abflug dazu rechnen und ich würde mal eher sagen 3 Minuten für den Anflug, sodass wir auf eine ungefähre reine Flugzeit von 30 Minuten kommen. So. Also 29 bis 30 Minuten, damit müssen wir etwa rechnen. Schauen wir uns auch hier nochmal auf der Karte an, was wir haben. Es ist wichtig, dass es deckungsgleich mit eurer DFS-Karte ist, weil sonst habt ihr irgendwo einen falschen Waypoint eingetragen und eure ganze Kalkulation stimmt nicht mehr. So, was als nächstes zu tun ist, und das ist unglaublich wichtig, wir sollten uns mal anschauen, wie ist eigentlich unsere Weight and Balance. Also, was wir ganz einfach eintragen können, ist das Gewicht der vorderen Sitzreihe. Unser Flieger wiegt leer 507 Kilo. Und meine Wenigkeit wiegt 87 Kilo. Wir sagen jetzt mal, dass ich auf den Vordersitz, wir haben keinen Sitznachbarn heute, noch etwa 3 Kilo an Fliegertaschen und sonstigem Material lege, sodass wir auf 90 Kilo kommen. Die Gepäckreihen hinten lassen wir leer, sodass einfach die Zero Fuel Takeoff Mass bei 597 Kilo liegt. So, jetzt ist aber viel interessanter zu wissen, wie viel Treibstoff brauchen wir eigentlich? Und hier können wir jetzt kurz mal die Kalkulation anschauen, die uns einerseits Flight Level 905 gibt, und dann gehen wir nochmal ins offizielle Pilotenhandbuch, sodass wir im Endeffekt einen Abgleich machen können, wie real es ist. Also, das Pilotenhandbuch, die Daten sind übertragen, nimmt für Anlassen, Rollen und den Start des Flugzeuges 3 Liter an. Für den Abflug, sprich für den Steigflug, werden knapp 0,4 Liter berücksichtigt. Das war jetzt diese eine Minute, die ich eingegeben habe. Und für den Reiseflug, und dazu gehört auch der Steigflug, in FL95 werden ungefähr 7 Liter veranschlagt und für den Anflug 1,1 Liter. Hier fliegen wir natürlich mit stark reduzierter Drehzahl, weshalb wir hier nicht mehr so viel Sprit benötigen. So, gleichzeitig planen wir eine Sicherheitsreserve von 45 Minuten ein. Und was wir noch machen müssen, wir müssen noch schauen, wie viel Alternate Fuel brauchen wir. Sprich, wie viel Treibstoff brauchen wir, um unseren Ausweichflughafen Bamberg zu erreichen. Hier gucken wir nochmal, wir haben 21 Meilen. Wenn wir mit ungefähr 70 Knoten fliegen, gut, dann werden wir ja, 18 Minuten brauchen. 18 Minuten. So, gehen wir nochmal ins offizielle Fuel Sheet rein oder gehen wir erstmal mal in FL95. So, FL95 sagt, wir verbrauchen durchschnittlich 22 Liter in der Stunde. Das heißt, wir brauchen 6 Minuten 2,2 Liter. Das Ganze können wir verdreifachen und dann haben wir aufgerundet 7 Liter.
Wenn wir das also mal zusammenrechnen, dann haben wir 16,5 Liter Sicherheitsreserve, wir haben 3 Liter Anlassen, Rollen und Start, aufgerundet 20, Reiseflug 27 und hier aufgerundet liegen wir bei 29. Plus die 7 Liter, die wir haben, heißt, wir benötigen 36 Liter Treibstoff. Und damit dürften wir am Ende einen Überschuss inklusive Sicherheitsreserve von 8 Litern haben. Was hier noch drauf kommt, ist das sogenannte Pilot's Own Discretion Fuel, sprich, ihr nehmt nochmal Treibstoffmengen nach eigenem Ermessen mit. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass ihr für den Rückflug bereits den Sprit mitnehmt, dass ihr einfach noch für euer gutes Bauchgefühl nochmal ein paar Liter mitnehmt, einfach um etwas mehr zu haben. Ich empfehle euch gerade in Kleinflugzeugen wie einer Cessna 150 oder einer 152 mehr mitzunehmen, weil die Tankanzeigen sehr ungenau sind. Und um dem Rechnung zu tragen, machen wir einfach mal pauschal 9 Liter noch oben drauf, sodass wir 45 Liter haben. So, und letzten Endes sehen wir, wir sind total innerhalb unserer Limits. Eine Cessna 152 kann ungefähr 725 Kilo tragen. Wir liegen 100 Kilo drunter im Maximum. Das heißt, wir sind schon mal, was Fuel, Weight and Balance angeht, auf der völlig sicheren Seite. So, wir gucken uns das Ganze aber auch nochmal in unserem sogenannten Loading Graph und in unserem Center of Gravity Sheet an. Bitte vergesst nicht, hier ist alles in den amerikanischen Maßeinheiten. Wir können aber jedoch sagen, wenn wir die durchgezogene Linie oben nehmen, dann haben wir Pilot, Passenger und Fuel. Und dann können wir von folgendem ausgehen. Wir haben ein Load Weight, also sprich ein Beladungsgewicht von, ja, was sind das? Maximal 300 Pfund ungefähr. Und in der 300 Pfund Linie darf unser Hebelarm maximal bei 12 Pound Inches liegen. So, das mag alles etwas kryptisch klingen, von daher gucken wir uns gleich die nächste Chart an, nämlich das Center of Gravity, hier Moment Envelope, und das ist wesentlich einfacher zu bestimmen. Also, wir haben ein Gewicht von 626 Kilo, wenn wir das ungefähr verdoppeln, dann kommen wir auf die Pound-Werte, dann liegen wir bei ungefähr 1300 Pfund und dann dürfen wir einen Massenmoment von knapp 42, damit wir nicht zu hinterlastig werden, bis etwa 47 Pound Inches haben. Ja. Auch hier vergesst bitte nicht, korrekt umzurechnen, weil sonst werdet ihr auf böse Überraschungen gespannt sein. Also ihr könnt es mit dem Handbuch machen, ihr könnt aber auch die Daten einfach in Flight Level 905 eingeben und ihr bekommt automatisch die Kalkulationen. Ich bin immer geflogen damit und ich bin Gott sei Dank nie auf die Fresse geflogen damit. Es hat bisher also immer gestimmt. Gut, das heißt, wir haben auch diese Kalkulation soweit durch. Das nächste, was wir machen müssen, ist, wir müssen unsere Start- und Landestrecken berechnen. Auch hier gibt es Karten dazu in eurem Pilot's Handbook und wir nehmen die Karte 511 mit der Figure 5.4 und bekommen dann eine Takeoff-Distance für einen Short-Field-Takeoff. Gut, Herzogenaurach ist 700 Meter lang, das ist für eine 150 oder eine 152 mehr als genug. Dennoch habe ich mir mal die Karte angeschaut, um zu schauen, was geht denn eigentlich wirklich minimal an Takeoff-Distance. Zuerst mal, welche Bedingungen haben wir? Wir haben einen Flaps-Up-Takeoff, wir haben Full Throttle Prior to Brake Release, das heißt, wir stehen voll in den Bremsen, geben Gas. Wir haben einen Paved and Dry Runway, das haben wir, wenn ihr mal nachschaut. Also asphaltiert und trocken und er ist level. Das heißt, wir haben keine Buckel oder wir haben keine Dellen in der Landebahn, die unsere Distanz entscheidend beeinflussen. Und wir haben Zero Wind. Was wir mal überspringen, sind die Notes 1 bis 5, weil die geben euch nämlich an, was ist aufzuschlagen oder abzuziehen, wenn die Piste abschüssig ist, wenn der Luftdruck steigt oder sinkt, wenn wir starken Rücken- oder Seitenwind haben oder wenn wir von Gras- oder Schotterpisten starten. Zur Vereinfachung hat Cessna einfach immer das maximale Abfluggewicht angegeben, das sind 1600 Pfund. Das heißt, wir werden bei etwa 53 Knoten am Steuerhorn ziehen und werden auf 50 Fuß über dem Grund mit etwa 60 Knoten sein. So. Wir starten von einer Pressure Altitude von ungefähr 1000 Fuß und wir haben eine Temperatur am Startplatz von 15 Grad.
Was ihr jetzt machen müsst, wenn ihr es ganz genau nehmen wollt, ihr müsst die Werte mathematisch interpolieren. Ihr könnt aber gerade dann, wenn eure Piste völlig ausreichend ist, auch einfach die Mittelwerte nehmen. Und genau das machen wir zur Vereinfachung. Das heißt, wir gehen in die Pressure Altitude Zeile 1000 und gehen zwischen die Spalten 10 und 20 Grad. Das heißt, wir haben einen Ground Roll, also die Startrollstrecke am Boden zwischen 775 Fuß wohlgemerkt und 835 Fuß. Das heißt, wir haben hier 35 von 800, 25 bis 800, insgesamt 60 Fuß und der Mittelwert, weil wir 15 Grad haben, ist dann 30 Fuß. Das heißt, wir schlagen auf diesen Wert hier 30 Fuß drauf und kommen dann auf eine Startrollstrecke von 805 Fuß. Ich rechne das mal parallel um. Wir kommen auf 245,36 Meter. Liebe Leute, das ist mehr als genug. Damit können wir locker starten. So, also, wir haben 245,36 Fuß, wir runden auf, 246 Fuß und jetzt benötigen wir noch die Strecke, um ein 50-Fuß-Hindernis zu überfliegen. Ja, sogenannte Take-off-Range. Hier gehen wir auch wieder in die Zeile, allerdings nicht in den Ground Roll, sondern in den Total to Clear 50 Feet Obstacle und haben 1465 und 1575. Das sind 110 Differenz, das heißt wir nehmen 55 und kommen dann auf 1520 Fuß. Ich rechne parallel auch um. Das sind 463,296 Meter, also haben wir 464 Meter. So. Hier könnt ihr noch gewisse Zuschläge machen, wie zum Beispiel Gras, Schotterpiste, nasse Piste. Wir belassen es aber mal, weil wir nichts dergleichen haben, rücken wir natürlich auch. Wir belassen es beim Sicherheitsfaktor von 33% und liegen immer noch innerhalb unserer Limits. So, das gleiche Spielchen machen wir kurz mit unserer Landing Distance. Auch hier haben wir wieder genau die gleichen Bedingungen, allerdings Power-Off-Landing natürlich, Flaps Full. Kurze Anmerkung, wir haben nur 30 Grad in unserer Maschine, Klappen, macht aber keinen großen Unterschied. Passwort liegt auch ungefähr auf 1000 Fuß, wir haben 15 Grad, das heißt wir liegen, und das seht ihr mal, wie klein die Unterschiede sind, wir liegen zwischen 455 und 470 Fuß in unserer Rollstrecke. Wir nehmen einen Mittelwert, der ungefähr bei 463 liegt. Das heißt, wir werden am Boden nur 141,12 oder 142 Meter rollen, um den völligen Stillstand zu haben. Überlegt euch mal, wie wenig Piste wir brauchen. Ja, und ich habe euch gesagt, in Amro müsst ihr eine Kurzlandung machen. Ich bleibe auch dabei, aber man könnte euch immer noch einiges an Piste wegnehmen. So, welche Höhe haben wir über dem 50-Fuß-Hindernis? Nun, da haben wir etwas zwischen 1090 und 1110. Das ist ja ganz glatt 1100. Das heißt, wir haben 335,28 Meter oder 336 Meter über dem 50-Fuß-Hindernis. Den Sicherheitsfaktor erhöhe ich mal auf glatte 50%, man weiß ja nie. Und wenn ihr auf Aktualisieren klickt, dann bekommt ihr eure ganzen Distanzen. Reimt sich sogar. Also, wir machen es uns einfach. Über dem 15-Meter-Hindernis benötigen wir 617 Meter beim Start und 504 Meter bei der Landung. Jetzt wird es mal Zeit, in unsere An- und Abflugblätter zu schauen. Also, merkt euch mal, 617 Meter. Das hier ist die Abflugkarte von Herzogenaurach und Herzogenaurach hat 700 Meter Piste. Die Karte ist zwar schon veraltet, ich kann euch aber von meinen echten Flügen sagen, bis auf die Abflugfrequenz hat sich nicht wirklich was geändert. Von daher, wir haben schon mal kein Problem, wir haben 700 Meter Piste, das heißt, wir werden noch über der Piste, über dem 50-Fuß-Hindernis sein und haben überhaupt kein Problem beim Start. Es reicht vollkommen. Wir werden dann die 08 rausgehen, werden ja zwischen den Dörfern, die wir haben, die grau eingezeichneten, nach links eindrehen und werden dann über dem Waldstück die Platzrunde nach rechts verlassen. Das ist unser Departure Briefing. So, wie sieht's denn mit dem Anflugbriefing aus? Wir brauchen 504 Meter. Was gibt uns Hasfurt her? Also, Hasfurt hat eine Piste, da weiß ich es jetzt nicht, da kann ich jetzt dann zurück in mein DFS-Tool gehen, kann hier nachschauen und dann kann ich sehen, Hasfurt hat eine Piste von 1043 Metern, das ist inklusive unseres 50%-Puffers, den wir haben, ja, mehr als das Doppelte.
Also, wir werden keinerlei Schwierigkeiten haben, in Hasfurt zu landen. Ich war auch schon in echt zwei, dreimal da. Die Piste reicht, um 50.000 Mal zu landen, gefühlt. Ja, liebe Leute, und das ist erstmal die Basisflugvorbereitung, die ihr machen solltet. Das schaut natürlich in echt noch etwas detaillierter aus, aber wir wollen es ja nicht zu kompliziert machen und vor allem haben wir noch den Wind- und Wettereinfluss. So, aber für unsere Berechnungen reicht es erstmal vollkommen. Ich werde mir das Sheet, das wir haben, mal zur Seite nehmen und dann beginnen wir mal mit unserem Flug. So, ich weiß nicht, ob ihr auch das Klackern im Hintergrund wahrnehmen könnt, das ist irgendwie von der Maschine. So, ich setze einfach mein Headset auf, dann ist es nämlich weg für uns alle. Also, jetzt geben wir erstmal die Gewichtsdaten ein. Ich habe gesagt, 86 Kilo, allerdings aufgerundet mit dem ganzen Gepäck auf dem Nebenmannsitz 90 Kilo. Und an Sprit hatten wir gesagt, nehmen wir 45 Liter mit. Das heißt, wir nehmen aufgerundet 23 pro Tank mit. Achtet einfach darauf, dass ihr hier keine Disbalancen habt. Und dann kommen wir auf das Gewicht von 680 Kilo. So, ich check das nochmal mit Flight Level 905. Das ist ein bisschen schwerer. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Daten, die wir in X-Plane vom Flugzeug haben, minimal von der Cessna abweichen, die ich hier als Musterkalkulation benutzt habe. Nichtsdestotrotz, wir liegen noch innerhalb sämtlicher Limits, die wir haben, und haben da überhaupt kein Problem, sicher zu fliegen. So, von daher, um das Ganze etwas abzukürzen, ich stehe wie gesagt schon auf der Piste 08 und ich werde jetzt mal meinen Flieger anlassen. Die Checklisten zeige ich jetzt mal nicht, um es zu beschleunigen. Ich gehe es allerdings mündlich mit euch durch. Also, wir haben unser Flugzeug vorher getankt. Wir haben den Pre-Flight-Check gemacht, dass unser Flugzeug sich in einem einwandfreien Zustand befindet. Und wir haben uns versichert, dass wir heute fliegen können. Wir haben zudem noch gecheckt, dass unsere Flugplätze, die wir anfliegen wollen, offen sind. Wir haben eventuelle Ausweichflughäfen gecheckt. Und wir haben natürlich die sogenannten NOTAMs, die Notice to Airmen, gecheckt. Was sind NOTAMs, liebe Leute? Wenn ihr auf dem DFS-Tool einen Flugplan erstellt, bekommt ihr Nachrichten quasi angezeigt, die euch Dinge anzeigen, wie auf eurem Startflugplatz ist ein Taxiway nicht verfügbar oder es wurde irgendwo eine Sonderflugzone eingerichtet, in die wir nicht rein dürfen oder 737 MAX 8 haben Startverbot. Auch das steht da drin. Ja, ich kann euch das gerne mal kurz zeigen, wie das aussieht. Das ist super interessant und super wichtig, dass ihr euch das durchlest, weil man übersieht ganz schnell was, was spontan und kurzfristig eingerichtet wurde. Also, wir gehen hier auf Print Briefing. So, ich wurde ausgeloggt. Okay, dann mal wieder kurz rein. So, also, ich gebe noch mal kurz ein, was wir haben. Es erfolgt einfach ein Sicherheitslogout nach, ja, ich glaube, 10 Minuten. Das heißt, ihr solltet euch nicht zu viel Zeit lassen, sonst werdet ihr nämlich ausgeloggt. So, die Route ist eingegeben. Ich gehe auf Print Briefing und ich habe noch kein Luftfahrtkennzeichen eingegeben. Von daher hole ich das mal gerade nach. Und dann bekommt ihr folgende schöne Ansicht, liebe Leute. So, ihr bekommt für euer Flugzeug Hotel Alpha Sierra Juliet Kilo einen, nein, keinen Flugplan. Ihr bekommt eine Pre-Flight Information. Und das hier sind sogenannte NOTAMs. Die unterteilen sich in die Aerodrome NOTAMs, also für An- und Abflughafen, und in die Allroute NOTAMs, also was wird euch unterwegs begegnen. Und da haben wir nichts bei Herzogenaurach, nichts bei Schweinfurt. Und da haben wir zum Beispiel in der sogenannten langen Flight Information Region, durch die wir fliegen, den Hinweis, dass es aktuell gefährlich ist, über Afghanistan zu fliegen. Das können wir vermutlich ignorieren. Dass die 737 MAX 8 und MAX 9 Flugverbot in Deutschland haben und zum Beispiel, dass drei Windräder südwestlich vom Dorf von Sulzthal errichtet wurden. Ich weiß, dass es nicht auf unserer Route liegt. Im Zweifel müssen wir aber uns kurz mal versichern, wo liegen die eigentlich? Weil die sind noch nicht auf unserer Karte eingezeichnet. Die wird nämlich nur jährlich aktualisiert. Und von daher, damit wir bei Regen oder vielleicht etwas schlechterer Sicht nicht in nicht markierte Hindernisse fliegen, sollten wir die NOTAMs checken. Soweit, so gut. Also, es wird Zeit, dass wir unsere Kiste anwerfen und dazu machen wir erstmal Batterie und Generator an. Die Parkbremsen habe ich bereits gelöst. In der Realität fliegt man fast nie mit der Parkbremse. Wir reichern unser Gemisch voll an.
Vorher checken wir noch ganz schnell, ob unsere Sicherungen alle drin sind. Wie gesagt, so sieht es aus, wenn sie nicht drin ist. Jetzt habe ich die Sicherung für den Höhenmesser rausgenommen. Ab rein damit. Wir checken unser Fuel. Wir haben die Tanks halb voll gemacht. Dementsprechend stehen sie auf halb voll. Und unser Öldruck, unsere Öltemperatur ist natürlich noch kalt. So, als nächstes machen wir unser Beacon Light on, damit wir außen das rote Drehlicht haben. Wir sind aber jetzt eine Gefahr für Außenstehende und daher sollten wir das auch anmachen. So, warum ihr euch nicht ewig Zeit lassen solltet bis zum Anwerfen des Motors, ist diese kleine rote Lampe. Die zeigt euch nämlich, dass eure Batterie entlädt. Und Batterien in kleinen Flugzeugen haben nicht die größte Kapazität. Von daher sollten wir hier nicht lange rummachen, sondern die Maschine anlassen. Dazu primen wir erstmal drei, viermal. Das heißt, wir spritzen schon mal etwas Benzin in die Kammer ein, oder Abgas, je nachdem, den Motor dann schneller zum Start zu kriegen. Wir stecken unseren Schlüssel rein. Ganz wichtig, Leute, geht in die Bremsen, die Maschine rollt sofort los. Nehmt die Hand an euer Gas, schiebt es einen halben Zentimeter rein und dann bitte der wichtige Check. Left side is clear, right side is clear, back side is clear and front is clear. Wenn das alles sichergestellt ist, dann nochmal Hand an den Gashebel und ab mit der Zündung. So. Und wir lösen die Zündung und sehen, Motor läuft. Der erste Blick sollte sofort auf den Öldruck gehen. Wenn ihr nämlich keinen Öldruck habt oder einen zu hohen, Motor abstellen, Leute. Ganz, ganz wichtig. Also Öldruck ist grün, Öltemperatur kommt logischerweise noch. Unsere Batterie entlädt nicht. Ich mache jetzt mal den Generator aus und dann seht ihr, unsere Batterie entlädt. Also Generator wieder an, Batterie lädt. Drehzahl auf ungefähr 1000 Umdrehungen. Jawohl. Und dann können wir auch mal unsere Avionik anschmeißen, die in so einer kleinen Maschine aber schon an ist. Also wir haben COM, wir haben NAV und wir haben ADF-Piler. Das ist erstmal super unspektakulär. So, unseren Squawk stellen wir auf 7000, deutscher VFR-Code. Und da wir gleich abfliegen, stellen wir ihn sofort auf Alt. Das heißt, wir haben eine Höhenkodierung. Die Flugsicherung kann unsere Höhe auslesen. So, was gibt es denn noch zu beachten? Also, wir stellen erstmal unseren Höhenmesser ein. Das sollte auf ungefähr 1070 Fuß stehen. Das ist der Fall. Wunderbar. Wir stellen unseren Kurskreisel ein. Der steht hier auf 214 ungefähr. Das ist nicht aussagekräftig, weil wir stehen auf der Piste 08. Dementsprechend sollten wir ungefähr 080 Grad haben. Das heißt, ihr dreht den korrekten Kurs rein. Das könnt ihr in X-Plane durch einen simplen Tastendruck machen. Dann checkt bitte nochmal, das ist 075, 076 etwa. Stimmt das ungefähr mit einer Piste der Abflugrichtung 08 überein? Tut es, also dementsprechend alles im grünen Bereich. So, dann checken wir unsere Ruder. Die haben wir von außen gecheckt. Jetzt checken wir auch von innen, ob sie freigängig und korrekt sind. Wir können unsere Elevators sehen. Das sieht gut aus. Aileron. Wir können hier unseren Elevator sehen und wir können unsere Rudder sehen. Also, frei und korrekt. Der Check passt schon mal. So, bitte steinigt mich nicht, wenn die Reihenfolge nicht wie im Flughandbuch ist. Es geht um die Verdeutlichung. So, darüber hinaus machen wir einen Motorcheck. Wie immer drehen wir da unseren Gashebel auf ungefähr 1700 Umdrehungen. Und dann nehmen wir links hier die Magnetos einzeln mal raus. Das heißt, wir drehen von both auf links und sollten einen Drop haben. Ja, wir haben ungefähr 1650. Ich drehe wieder auf beide. Es steigt an. Ich drehe auf rechts, es fällt, ich drehe auf beide, es steigt. Jawohl. Okay, dann testen wir noch die Vergaservorwärmung, die kostet uns Leistung, dementsprechend sollten wir auch hier einen Drop haben. Jawohl, leichter Drop, aber das reicht schon. Dann sollten wir noch gucken, dass die Batterie nicht entlädt. Auch das ist der Fall. Wir sollten unser Unterdruck-Messgerät checken, Suction Gauge, grüner Bereich, passt. Und wir sollten nochmal Druck, Öltemperatur und unsere Treibstoffanzeige prüfen. Alles in den Bereichen, die wir uns vorstellen. Das heißt, wir können auf 1000 Umdrehungen zurücknehmen und haben den Motorcheck gemacht. So, jetzt sind wir schon bei den Final Items angelangt, bevor wir abheben. Was machen wir mit den Lichtern? Also, für einen VFR-Tagflug benötigen wir nicht mehr als ein Beacon Light. Allerdings, um besser gesehen zu werden von anderen Flugzeugen, machen wir zumindest unser NAV Light an. Das ist oben an der Tragfläche das grüne Licht und das rote Licht. Landelicht brauchen wir auch nicht. Wir brauchen aber eine Trimmung im Take-Off-Bereich und genau das werden wir machen. So, unseren Transponder haben wir bereits auf Alt gestellt. Und was ihr jetzt noch machen solltet, liebe Leute, ein sogenanntes Departure Briefing. Ein Departure Briefing besteht aus zwei Komponenten. Ihr überlegt euch,
den Worst-Case-Notfall und wie ihr reagiert, bevor wir abheben und nachdem wir abgehoben sind. Also, wenn uns der Motor ausfällt beim Startlauf, dann gehen wir in die Eisen und schauen, dass wir rechtzeitig stehen. Wenn wir nach dem Start einen Motorausfall haben, dann suchen wir uns im 30-Grad-Feld eine Landefläche und segeln sie mit 60 bis 70 Knoten runter und leiten eine Notlandung ein. Warum 30 Grad Sichtfeld? Wenn der Motor uns ausfällt, sollten wir keine Steilkurven mehr fliegen. Steilkurven fliegen oder Kurven fliegen erhöht unsere Stall-Speed und was wir nicht mehr haben bei dem Motorausfall ist Speed. Also, bitte nicht versuchen, noch zum Platz umzukehren. Ihr werdet in der Regel ins Trudeln geraten. Wie man das ausleiten kann, seht ihr in meinem anderen Video. Von daher, lange Rede, kurzer Sinn. Wir legen los. Also, wir stehen in den Bremsen. Wir geben Vollgas. So, ziehen schon mal leicht am Elevator. Ganz leicht. Haben die maximale Drehzahl. Geben etwas rechtes Ruder. Und dann bitteschön. So, schön in der Mitte halten. Dazu müsst ihr eine Rudereinstellung finden. Wir sehen, unsere Airspeed ist alive. Wunderbar. 40 Knots. 50 Knots. 55. Rotate. Und Dankeschön. So. Also, das halten wir. Wir steigen mit ungefähr 500 Fuß pro Minute. Was ich jetzt schon mal machen kann, ist, ich trimme etwas nach. Wenn ich merke, ich steige zu steil, dann trimme ich nach unten. Wenn ich merke, ich steige zu langsam, dann nach oben. Ich lasse jetzt gerade mal meinen Yoke los und ihr seht, die Maschine ist nahezu perfekt ausgetrimmt, fliegt geradeaus. Genau so wollen wir das haben. Okay, gut, wir haben links das kleine Dorf. Nach dem Dorf werden wir rumdrehen auf ungefähr Steuerkurs 350 und werden dann die Platzrunde nach rechts verlassen, so wie wir es auf der Chart gesehen haben. Also Rechts-Links-Kurve, maximal 20 Grad Bank-Angle, Nase etwas nach oben ziehen und dann drehen wir rum auf 350. Nicht vergessen, euer Kompass und Heading Indicator werden im Kurvenflug und im beschleunigten Steigflug nicht richtig gehen. Von daher orientiert euch am besten an einer geografischen Sichtmarke. Im echten Abflug von Herzogenaurach steht da hinten ein Haus, das ist ganz leicht zu erkennen. Jetzt habe ich es sogar etwas überdreht. Okay. Es passt erstmal die grobe Richtung. Gut, und dann haben wir den Climbout. Also, ich gehe jetzt nochmal kurz zurück in meine Flugplanung. Was haben wir denn eigentlich für einen Steuerkurs? Das war falsch. Wir haben einen Steuerkurs und das ist der Kartenkurs, liebe Leute, von 004 Grad. Okay, ich drehe mal auf 004 Grad. Allerdings der Kartenkurs ist nicht das Heading, das wir fliegen, weil wir müssen noch die magnetische Variation berücksichtigen. Das heißt, geografisch Nord ist nicht magnetisch Nord, sondern es gibt eine Abweichung, die aktuell 2 Grad beträgt. Das heißt, wir fliegen auf 002. So, dazu kommt noch die sogenannte Deviation. Ein Kompass ist nie ganz richtig, das heißt, wir müssen eine kleine Abweichung eintragen. Und dazu habt ihr oben eine kleine Tabelle, die leider nicht wirklich lesbar ist. Da steht aber, wenn Sie Steuerkurs so und so fliegen wollen, müssen Sie den Kompass Steuerkurs so und so fliegen. Die Abweichung beträgt in der Regel wenige Grad und ist für die grobe Fliegerei nach Sicht auch völlig irrelevant. So, und natürlich, was wir hier Gott sei Dank nicht berücksichtigen müssen, wir müssen den Wind auslufen. Ja, wenn wir einen Seitenwind haben, dann müssen wir dementsprechend stärker in den Wind drehen. Ja, ganz easy und ganz nachvollziehbar eigentlich. So, wir sind auf 2750 Fuß. Wir haben Steuerkurs 360, das passt. Und wir können nochmal gucken, was sind eigentlich unsere Orientierungsmarken. Nun, wir werden demnächst mal die Autobahn passieren. Ihr könnt hier schon sehen, wir haben die Seenlandschaft, von der wir vorhin gesprochen hatten. Das heißt, so falsch können wir nicht sein. Hier ist der sogenannte Dexendorfer Weiher hier drüben. Oder die zwei Dexendorfer Weiher. So, wir haben 3000 Fuß. Wir werden gleich ausleveln. So, 3050. Wir gehen runter. Wichtig, zuerst die Nase nachdrücken. Und wenn die Geschwindigkeit aufholt, geht ihr auf ungefähr 2300 Umdrehungen zurück. So, jetzt entsprechend nachtrimmen, damit ihr nicht ständig am Höhenruder ziehen oder drücken müsst.
und dann könnt ihr ganz bequem die Fluglage halten. So, wie fliege ich nach Sicht und halte meine Höhe und meinen Kurs? Übrigens, liebe Leute, hier ist die Autobahn, die ich angesprochen habe, die A3. Das heißt, wir sind auf dem richtigen Kurs. Alles soweit im grünen Bereich. So, hat jemand mitgezählt? Wir müssten ungefähr 4 Minuten gebraucht haben bis zum Top of Climb. Also alles soweit gut. So, wie fliege ich nach Sicht und halte meinen Kurs und meine Höhe, ohne ständig auf die Instrumente zu schauen? Nun, also VFR-Fliegerei ist nicht Instrumentenfliegerei. Wenn ihr die Höhe halten wollt, dann nehmt ihr diese Kante hier, ja, diese Kante, und schaut, dass sie immer im gleichen Abstand zum Horizont bleibt. Also da hinten endet quasi das Land und dann beginnt der Himmel. Und wenn dieser Abstand immer gleich bleibt, dann haltet ihr auch immer die gleiche Höhe. Wie könnt ihr den gleichen Steuerkurs für immer fliegen? Ich bin auch schon ein bisschen nach rechts abgewichen. Es geht ganz, ganz schnell. Das ist auch easy. Ihr sucht euch in der Entfernung eine Orientierungsmarke, auf die ihr zufliegt. Das kann eine Bergkette sein. Das kann ein See sein. Das kann eine Stadt sein. Das kann ein Turm sein. Irgendeine Orientierungsmarke, an der ihr wisst, okay, wenn ich da lang fliege, bin ich auf dem richtigen Steuerkurs. So, was man, wenn man reinzoomt, den X-Plane schon erkennen kann, da hinten bereits Bamberg. Ich mach mal wieder die Callouts weg. Da hinten ist Bamberg. So, ich check mal, ob mein Chat geht. Jawohl. Da hinten ist Bamberg mit seinem Flugplatz Echo Delta Quebec Alpha. Das können wir aus der Entfernung noch nicht sehen. So, jedenfalls, wir haben nur noch wenige Minuten, bis wir dann in Bamberg ankommen. Und dann drehen wir auch schon ab Richtung Schweinfurt. So, jetzt ist der Zeitpunkt, liebe Leute, da könnt ihr den Flug ein bisschen genießen, weil jetzt gibt es eigentlich gar nicht so viel zu tun. Also, hättet ihr eine Fuel Pump, hättet ihr sie jetzt noch ausgemacht, Landing Lights hättet ihr jetzt noch ausgemacht, was ihr machen könnt, wenn euch zu kalt ist, ihr zieht die Kabinenheizung und wenn ihr ein bisschen Frischluft braucht, könnt ihr den Cabin Air ziehen, das passt alles vollkommen. So, was ihr bei einem Motor allerdings machen solltet, bei einem Lycoming Motor, ihr nehmt ein wenig vom Mixture raus, und zwar so viel, dass die Drehzahlanzeige steigt. Wenn sie wieder fällt, habt ihr zu viel, dann müsst ihr etwas nachschieben. So, ich habe ein bisschen rausgenommen, die Drehzahl steigt, passt perfekt. Nun, was habe ich gemacht? Ich habe den Motor geleant, wie man sagt. Ich habe das Treibstoff-Luftverhältnis verändert, da es mit abnehmender Luftdichte nach oben hin nicht mehr optimal ist, es voll anzureichern. Was meine ich mit voll anreichern? Wenn ihr den roten Hebel komplett reinschiebt, habt ihr deutlich mehr Treibstoff als Luft und so habt ihr jetzt etwas weniger Treibstoff. Die Folge ist, euer Motor arbeitet schneller, ihr fliegt schneller und ihr habt einen geringeren Verbrauch. Und das ist wichtig, Leute, weil in euren Route Charts, die ihr im Pilot's Handbook habt, da wird nämlich mit einem geleanten Motor gerechnet. Also zieht etwas vom roten Hebel raus und dann seid ihr safe unterwegs. So, ansonsten checkt nochmal, ob euer Kompass stimmt. Er hat sich bei mir, oder beziehungsweise euer Heading Indicator hat sich bei mir nur minimal verschoben, das passt. Unsere Altitude ist auch okay, wir haben eine Abweichung von knapp 30 Fuß, das ist nicht weiter beachtenswert. Wir können mal checken, ob eure Anzeigen noch im grünen Bereich sind. Öldruck passt, Öltemperatur passt, Treibstoff passt. Unsere Batterie entlädt auch nicht, wunderbar. Unser Unterdruckmesser ist auch im grünen Bereich. Wir sind also voll on track. Von daher, werfen wir noch mal kurz einen Blick aus dem Fenster. Was haben wir denn? Wir haben hier ein schönes Waldstück und wir haben hier auf der rechten Seite die Fränkische Schweiz. Und wir haben hier das Städtchen Forchheim. Das heißt, wir sind auf dem richtigen Kurs. Wunderbar. Und vor uns ist eben schon das Dörfchen. Das heißt, das Dörfchen, das 80.000 Einwohnerstädtchen Bamberg. Das heißt, wir sind vollkommen auf dem richtigen Weg. So. Also etwas hoch, deswegen trimme ich die Maschine mal ein bisschen nasenlastig. Nicht vergessen, wir haben immer noch die Luftraumbeschränkungen, von daher bitte nicht versehentlich durchsteigen, weil dafür stehen die Behörden nämlich keinen Spaß. So, schauen wir uns mal auf der X-Plane-Karte an, ob wir auch noch richtig sind. Und ich würde fast mal sagen, yes, we are. So, also wir sind gestartet, wir fliegen Richtung Norden und wir haben Bamberg voraus. Das sieht gut aus. Rechts liegt, wir sehen ein Echo Delta Quebec Echo, das ist die Burg Feuerstein. Und die Burg Feuerstein sollte auch auf der rechten Seite liegen, wenn wir ja, die richtige Richtung nach Bamberg haben. Ja, von daher, wir können schon mal unser Approach Briefing durchgehen.
Das heißt, wir rufen uns nochmal die Karte von Hassfurt ins Gemüt. So, also wir kommen vom Osten und wir werden auf der Piste 1-1 landen. Das heißt, wir werden dann mit 1700 Fuß in die Platzrunde reindrehen. Wichtig, liebe Leute, ich muss mal gucken, ob ich noch gerade ausfliege. Wichtig, liebe Leute, wir werden nicht von oben in die Platzrunde schießen, weil Flugzeuge, die unter euch sind, haben keine Chance, euch zu sehen. Und wir werden auch nicht von unten hereinsteigen. Das ist einfach zu gefährlich. Das heißt, wir können einfach der Autobahn 70 ab Bamberg folgen, bis wir dann ja, die Platzrunde erreicht haben. Und wir haben am besten schon vorher 1700 Fuß angenommen und werden dann hier an dieser Ecke in die Platzrunde reindrehen. Der werden wir dann einfach folgen und auf der Piste 1-1 landen. Dann dürfte es keine Probleme geben. So, also Bamberg liegt immer noch vor uns, das heißt, wir sind immer noch auf dem richtigen Weg. Jetzt gucken wir uns nochmal kurz die Groundchart an von Hassfurt. Wie werden wir auf dem Boden agieren? Also, die Piste ist 1043 Meter lang, das heißt, hier bei der Intersection Charlie ist etwas unscharf, dürften wir ungefähr die Pistenhälfte haben. Und das ist ausreichend, um zum Stehen zu kommen. Das heißt, wir können direkt auf die Charlie runterrollen. Vielleicht sogar auf Bravo, wenn wir es schaffen, aber spätestens Charlie. Und dann werden wir hinter dem Holding Point kurz anhalten, werden unsere Maschine aufräumen und dann zu einer Parkposition rollen, die sich irgendwo in dem Bereich zwischen Alpha und Charlie bewegt. Das ist unser Ground Briefing. So, was wir jetzt natürlich dann nicht vergessen dürfen, wir sollten irgendwann das Sinken anfangen. Wie gesagt, wir haben 1700 Fuß Platzrundenhöhe und wir fliegen auf 3100 Fuß knapp. Das heißt, wir haben 1400 Fuß abzubauen und wenn wir das mit einer Sinkrate von 700 Fuß machen, dann werden wir 2 Minuten benötigen. Soweit, so gut. Wenn ich gleichzeitig nochmal in Flight Level 905 schaue, dann werden wir 11 Minuten von Bamberg nach Hassfurt brauchen. Das heißt, wir können ab Bamberg unseren Timer stellen und können, ich sag mal, 8 Minuten vergehen lassen. Sind dann auf der sicheren Seite, weil wir noch 3 Minuten Reserve haben und können dann nach 8 Minuten das Sinken anfangen. Hierzu stelle ich schon mal meinen Timer auf Elapsed Time, also auf ET ein und klicke dann oben, wenn ich die Zeit laufen lassen möchte, auf die Mini-Uhr, die da ist. Okay, so, schauen wir mal. Wir haben den Stadtrand von Bamberg erreicht und wir haben da hinten irgendwo, okay, da haben wir den Flugplatz von Bamberg. Wir sind also auf dem völlig richtigen Weg und jetzt müssen wir noch Ausschau halten nach der A70. Jawohl, das ist diese Autobahn, die hier verläuft. Gleichzeitig läuft hier oben die A3 entlang Richtung, ist die A3, ist die A73, die A73 nach Coburg. Brandsteinsebene, auch ein sehr empfehlenswerter Flugplatz. So, also, das heißt, wir können schon mal einen Haken unseren ersten Waypoint machen. Was ich jetzt machen sollte, das ist eine ungefähre Spritkalkulation, wie viel wir verbraucht haben. Wir standen vorher auf halb, wir stehen minimal unterhalb. Das heißt, wir haben vielleicht 5-6 Liter verbraucht und das ist völlig im grünen Rahmen. So, wie fliegt man eine Autobahn entlang? Nun, auch hier empfiehlt sich der Rechtsverkehr. Das heißt, wir kreuzen die Autobahn und fliegen auf der rechten Seite. Warum? Nun, es hat zwei Vorteile. Auf der einen Seite können wir die Autobahn viel besser sehen, wenn sie zu unserer linken liegt, statt zu unserer rechten. Und zum anderen dürft ihr nicht vergessen, Piloten, die aus der Gegenrichtung kommen, orientieren sich vielleicht ebenfalls an der Autobahn. Und wenn die dann auch auf der rechten Seite fliegen, dann gibt es keine Kollisionsgefahr. Ja, also wenn wir anfangen, britischen Linksverkehr gelten zu lassen, dann kommt uns vielleicht irgendwann ein anderer Flieger entgegen. So, ich starte schon mal den Timer und die Zeit läuft. Also, denkt dran, wir haben ungefähr 11 Minuten bis Bamberg, da ist die Anflugzeit allerdings schon mit eingerechnet. Das heißt, nach 8 Minuten, nach ungefähr 8 Minuten werden wir in den Sinkflug gehen. So. Ich mache parallel nochmal die DFS-Chart auf, damit wir uns das nochmal anschauen können und uns von der Richtigkeit überzeugen können. So, also, wir fliegen von, ich muss es parallel eintippen, wir fliegen von Herzog Aurach nach Hassfurt und das Ganze über Bamberg, EDQA,
So, und wenn ich die Karte dann reinlade, kommt gleich, liebe Leute, dann nochmals, ja, schon haben wir die Maschine ab. Es geht so schnell. Dann haben wir die Maschine ab. Also, wir haben Bamberg auf der rechten Seite, hier kommt die Karte. So, wir haben Bamberg rechts, wir haben die A70, wir haben diesen Fluss und wir haben so ein bisschen Seenlandschaft. Checken wir mal, ob das stimmt. Also, zum einen haben wir Bamberg zu unserer Rechten. Das ist korrekt. Wir haben unter uns die A70. Wir haben hier den Fluss. Das müsste der Main sein, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und wir haben da hinten ein bisschen Seenlandschaft. Das heißt, wir befinden uns auf dem völlig richtigen Weg. FL95 zeigt an, wir sollten auf 292 fliegen. Das halten wir jetzt nicht mehr behördentechnisch genau ein, weil wir einfach der Autobahn entlang folgen. Ich fliege aktuell auf knapp 305. Das ist vollkommen in Ordnung. So, Altitude ist auch okay. Jetzt werden wir so langsam die Zeit, dass wir die Frequenz eindrehen von Hassfurt und schon mal ein bisschen mithören. Das können wir uns mal anschauen. Wir haben 119,8. Das drehen wir einfach mal hier ein auf dem Com1. Und wenn wir jetzt in echt fliegen würden, dann würden wir vielleicht schon ein paar Flieger hören. Wir können uns ein schönes Bild des Platzrundenverkehrs machen. Wir wissen vielleicht auch, ob Segelflug oder ob Ballonfahrer aktiv sind, ob vielleicht Springerbetrieb herrscht oder ob sonstige flugtechnische Veranstaltungen sind, die unsere erhöhte Aufmerksamkeit verlangen. So, was wir dann auch machen würden, ist, wir melden uns dann irgendwann mal, spätestens 5 Minuten vor Erreichen des Platzes müsst ihr das machen. Und dann würden wir uns melden und sagen, Hassfurt Info, hier spricht die Hotel Alpha Sierra Juliet Kilo. Der Flugplatzleiter würde unser Kennzeichen zurücklesen und uns hoffentlich auch begrüßen. Und dann würden wir sagen, Hotel Alpha Sierra Juliet Kilo, einen Cessna 150 oder einen Cessna 152 aus Herzogenaurach. Eine Person an Bord, aktuelle Position 5 Minuten vom Platz. Flughöhe 2960 Fuß, ich bin etwas gesunken, zur Landung. So, und dann wird der Flugplatzleiter uns sagen, okay, passen Sie auf, Hotel Alpha Sierra Juliet Kilo, wir haben die Piste 1.1 im Betrieb, das Platz QNH ist 1.013 und es befinden sich noch zwei Maschinen in der Platzrunde. So, was ihr zurücklesen müsst, ist das QNH und die aktive Piste, das heißt, wir würden antworten, Hotel Alpha, Sierra Juliet Kilo, aktive Piste 1.1, QNH 1.013 und wenn ihr es wirklich rund machen wollt, dann sagt ihr auch noch zwei Maschinen in der Platzrunde. Ja, vergesst nicht, Flieger 2 ist 2, bei 2 und 3 klingt wie einerlei. Alter Spruch von meinem Fluglehrer. So, was sehen wir hier? Die A70 macht hier eine Linkskurve und damit sind wir schon verdächtig nah am Platz dran. Wir nochmal unser DFS-Map checken. Also, sie macht hier die Linkskurve und von daher gehen wir jetzt schon mal in den Sinkflug. Dazu drücken wir die Nase erstmal nach unten auf ungefähr 700 Fuß und nehmen dann das Gas raus. Das könnt ihr so ein bisschen nach eigenem Ermessen steuern. Ich nehme immer bis zum Anfang des grünen Bereichs, also auf knappe 1900 Umdrehungen und dann trimme ich mir die Maschine entsprechend hin, dass ich 700 Fuß einhalte. Keine Sorge, ihr werdet nicht zu langsam werden. Wenn ihr die Befürchtung habt, schiebt einfach etwas Gas nach, drückt die Nase nach unten, dann fliegt ihr mit einer adäquaten Geschwindigkeit. So. Also, wir nähern uns der Seenlandschaft. Hier macht die Autobahn ihre Kurve. Wir können jetzt schon mal vorsichtig nach vorne schauen, ob wir denn unseren Flugplatz irgendwo sehen. Und? Da haben wir ihn. Da haben wir ihn auf 12 Uhr, jawohl. Das heißt, wir sind definitiv auf dem richtigen Weg. Wären wir jetzt ein AFA-Flugzeug, könnten wir vielleicht ein Straight-In auf die 29 machen. Allerdings ist das dann bei uns eher nicht der Fall. Gut, wir nähern uns der Platzrunde an. Wir haben aktuell 2250 Fuß, das heißt, wir sind auf einem guten Weg. Wir gehen auf 1700 runter. Bitte hier den Kopf einschalten, bitte hier etwas mitdenken. Wenn natürlich vor euch noch gewisse Hindernisse liegen oder wie hier ansteigende Gebirgsketten oder Bergketten sind, dann sinkt noch nicht auf die Platzrundenhöhe, sondern fliegt höher an, baut außerhalb der Platzrunde, ich betone außerhalb der Platzrunde Höhe ab und dreht dann erst in die Platzrunde rein.
Das ist bei uns jetzt nicht so dramatisch. Wir drehen direkt auf 1700. Wir vermeiden allerdings so ein bisschen diese Gebirgskette. Und dann gucken wir uns nochmal genau an, wo beginnt eigentlich unser rechter Gegenanflug. Und er beginnt dort, wo diese kleine Autobahnabfahrt ist. Also, nach der werden wir dann Ausschau halten. So, hier geht die A70 durch den Tunnel. Wir haben schon fast 1700 Fuß erreicht. So, nochmal der kurze Flugplatzcheck. Wo haben wir dich? Da ist er. Jawohl, auf ungefähr 1 Uhr, 2 Uhr. So, 1700 Fuß, Nase hochziehen und Gas nachschieben. Auf ungefähr 2300. Okay. Perfekt. Damit haben wir jetzt schon mal unsere Platzrundenhöhe. Haltet etwas Abstand zu den Hügeln, das ist mir ganz, ganz wichtig. Und in Sachen Lärmschutz, wir gucken, dass wir Dörfer so gut wie möglich überfliegen. Wir müssen ja die Anwohner nicht unnötig verärgern. So, den Platz solltet ihr so gut wie möglich immer in Sicht haben. Und jetzt gucken wir noch, jetzt gucken wir noch anhand eines Faktors, ob wir richtig sind. Da macht nämlich der Fluss einen leichten Knick. Ich packe also nochmal die Karte aus. Ich sehe, der Fluss macht hier auch einen leichten Knick. Und dort, wo quasi der Bauch des Flusses erreicht ist, dort müssen wir im Gegenanflug sein. So, allerdings näher an der Straße, näher an der Autobahn, weil auch das können wir hier sehen. Wir müssen nämlich südlich der Autobahn fliegen. Das heißt, jetzt wo wir die Gebirgskette ungefähr umflogen haben, werden wir die Autobahn kreuzen und werden dann in den Gegenanflug eindrehen. Da wir, wie ihr sicherlich wisst, keinerlei Flugsicherung haben, werden wir dem Tower-Lotsen melden, oder dem Infolotsen in diesem Fall, dass wir gleich in den rechten Gegenanflug drehen, weil wir eine Rechtsplatzrunde haben. Und dementsprechend sagen wir Hotel Alpha Sierra Juliet Kilo, dreht in den rechten Gegenanflug Piste 1-1. Und der Flugplatzleiter wird es in der Regel nur mit einem verstanden, oder es sind auch zwei Maschinen in der Platzrunde beantworten. Und dann weiß jeder, wo wir sind. Also, denkt an eure Positionsmeldungen. So, wir sind minimal zu hoch, das korrigieren wir aber noch rechtzeitig. Was ich vorhin meinte, dreht bitte nicht von oben in die Platzrunde. Wenn es mal 30, 40, 50, 60 Fuß sind, das ist kein Thema. Aber wenn ihr mit 200 Fuß von oben reingeschossen kommt, dann gibt es für alle Seiten Probleme. Okay, rechter Gegenanflug bedeutet ungefähr Steuerkurs 290. Wir haben aktuell 270. 280. Und wir haben 290. Okay, stimmt mein Heading Indicator? Jawohl, er ist nachjustiert. Wir gucken mal, wo ist denn eigentlich unser Platz, dass wir den nicht aus den Augen verlieren. Und da hinten ist er. Okay, perfekt. Wir sind on track. Gut, als nächstes gehen wir schon mal in die Approach-Vorbereitungen. Also, wir werden, wenn wir ungefähr auf Mitte der Landepiste sind, also auf Höhe der Landebahnmitte, das ist jetzt in wenigen Sekunden, dann werden wir unser Flugzeug langsamer machen. Jetzt habe ich eine ganz komische Sicht. So, das heißt, wir ziehen unsere Vergaservorwärmung. Wir nehmen etwas Gas raus und wir halten gleichzeitig die Höhe. Dazu müsst ihr energisch am Elevator ziehen, um die Höhe zu halten. Was passiert? Ihr habt gestern Pitch and Power gelernt. Wir verlieren an Geschwindigkeit, was auch gut ist, weil wir nämlich jetzt die ersten Klappen setzen. Wir drücken sofort dagegen, damit wir nicht den unnötigen Lift bekommen. Und falls ihr noch nicht abdreht, dann bitte Gas nachschieben. Sonst geht ihr automatisch in eine Sinkflugkonfiguration. Okay, gut. Unser Platz liegt jetzt abschüssig von uns. Und wir sehen hier diese kleine Freifläche zwischen den Wäldern. Dort werden wir dann in den rechten Queranflug gehen. So, hierzu schieben wir erstmal wieder das Gemisch rein. Hätte ich schon unter 3000 Fuß machen müssen. Ist mir an der Stelle durchgerutscht, ist aber nicht so wild. So, wir drehen in den rechten Gegenanflug. Allerdings melden wir vorher Hotel Alpha Sierra Juliet Kilo. Dreht in den rechten Queranflug, nicht Gegenanflug, sorry. Dreht in den rechten Queranflug Piste 1-1. Kurzen Fliegerenglisch, etwas unkorrekt, dreht rechts quer. Es weiß allerdings jeder, was gemeint ist. Und jetzt gehen wir wieder auf unser Sinkgas von ungefähr 1900 Drehungen. Nicht vergessen, wir flogen auf 290, plus 90 Grad macht 030 Grad. Und das mit einer Sinkrate von ungefähr 500 Fuß pro Minute. So. Da wir schon etwas tiefer waren, können wir gerne noch ein bisschen Gas nachschieben.
Okay, soweit, so gut. Also, wir fliegen 030. Wir gucken kurz mal auf der Karte. Ist das, was wir eigentlich fliegen, noch das Richtige? Und wir sehen, yes, we do. Alles wunderbar. Okay, jetzt können wir schon mal die Klappen auf 20 setzen. Wir drücken wieder nach. Die Folge ist, wir werden Geschwindigkeit verlieren. Das ist aber nicht schlimm, weil wir wollen ja eh mit ungefähr 60 Knoten anfliegen. Ihr müsst jetzt entscheiden, macht ihr eine Shortfield Landing oder eine normale Landung. Ich kann euch sagen, in Hasfurt braucht ihr wirklich keine Shortfield Landing machen. Dementsprechend müssten wir nicht mal die Klappen voll ausfahren, weil wir im Anflug sehr langsam sind. Und wenn wir noch 2000 verschiedene Flugzeuge hinter uns haben, dann ist es einfach empfehlenswert, dass wir so schnell wie möglich fliegen. Da ist übrigens die Piste, das passt wunderbar. Also, wenn ihr eine lange Piste habt, dann nehmt die Klappen nur auf 20, fliegt etwas schneller an. Damit werdet ihr euren Hinterleuten eine Freude machen. Nichtsdestotrotz, wir machen eine Full-Flap-Landing. Allerdings werde ich den Anflug noch etwas schneller halten jetzt. Und wie ich euch erklärt habe, wenn ihr verschnellen wollt, dann drückt etwas nach unten. Und um keine Höhe zu verlieren, nehmt das Gas raus. So, also. Beacon Light is on, Nav Light is on. Wir brauchen keine... So, wir gehen. Enderflug, wir brauchen keine Landelichter. So, Hotel Alpha Sierra Juliet Kilo dreht in den Enderflug Piste 1.1. Und jetzt gehen wir runter, nehmen Gas raus, setzen die letzte Klappenstufe und drehen dann wirklich, ich sag mal, in 245 Grad Abschnitten auf die Piste ein. Wir haben hier in Hasfurt ein Papi, das heißt, wir haben eine visuelle Gleitfahranzeige und wir sind deutlich zu hoch. Das ist aber in der VFR-Fliegerei eher der Standard, weil wir nämlich nicht unbedingt in der Touchdown Zone runterkommen, in Klammern müssen. Das heißt, ich gehe auf Leerlaufgas, ich ziehe etwas, um Geschwindigkeit abzubauen. So. Und ihr seht, 60 Knoten, passt perfekt. Wir können die Maschine ohne Gas reinschweben lassen, das ist überhaupt kein Thema. So, ein bisschen linkes Ruder. So, Zielpunkt suchen. Okay, und dann fangen wir langsam ab und halten den Flair. Halten, halten, halten. Halten, halten, halten. Und wir sind unten. Jawohl, Elevator leicht ziehen, um das Bugrad zu entlasten. Da ist übrigens gerade Taxiway Bravo gewesen. Wir gehen in die Bremsen, ziehen am Elevator. Wenn ihr Sidewind habt, müsstet ihr jetzt den Elevator in den Wind stellen. Das heißt rechts oder links. Allerdings fliegen wir hier ohne Wind. Von daher ist alles kein Thema. Also, ja, wir haben 13 Minuten gebraucht bis zur Landung. 11 Minuten hat es uns angezeigt. Ich habe leider nicht die Zeit mitgezählt von Herzog Aurach, aber das dürften auch, das könnt ihr dann in der Replay angucken, maximal ja, 14 Minuten gewesen sein. So, wir rollen von der Piste. Okay, ja, willkommen in Schweinfurt-Hasfurt. Kleiner Tipp für die Realflieger unter euch, der Platz erlaubt auch Sonntag Platzrunden. Also, da vorne haben wir schon eine King Air stehen. Wir sind in guter Begleitung. Hier gibt es keinen offiziellen Holding Point, deswegen halten wir jetzt einfach an. Ja, gute Fliegerei heißt, wir machen unseren Flieger sauber. Das heißt für uns, wir fahren die Klappen rein. Wir machen die Vergaservorwärmung rein. Wir schalten unseren Nav Light aus. Wir setzen unsere Trimmung auf Takeoff. Und wir machen unseren Transponder auf Standby. So. Damit ist die Maschine sauber und aufgeräumt. Und vermutlich wird uns der Flugplatzleiter jetzt sagen, Hotel Alpha Sierra Juliet Kilo, oder vielleicht hat er auch schon gesagt, Hotel Juliet Kilo, rollen Sie auf ja, den Stellplatz neben der King Air. Sieht mehr aus wie eine King Air 200 ungefähr. Haltet da schön Abstand von der, damit ihr nicht in die Reihen rollt. Und dann rollen wir in die Parkposition. So, also. Wir drehen rechts rum, alles schön langsam, wir sind nicht auf der Flucht. Und dann stellen wir den Vogel hier ab. Okay, gut. Was ist zu tun? Wir schalten unsere Avionik aus. Wir schalten unseren Transponder aus. Wir machen Cabin Air und Cabin Heat wieder rein. Und jetzt, das Beacon Light bleibt an, wohlgemerkt. Wir können jetzt noch die Stoppuhr stoppen. Wir können uns vom Flugplatzleiter verabschieden und dann nehmen wir langsam, aber kontinuierlich unser Gemisch raus. So, der Motor fängt irgendwann das Stottern an und er ist ganz aus. In echt dauert das ein paar Sekunden länger als hier, aber hier geht der Motor ziemlich schnell aus. Jetzt
Zündschlüssel umdrehen, Zündschlüssel abziehen, Battery and Generator off. Wir machen es jetzt mal, Parking Brake on und herzlich willkommen. So, Türen auf. Dann machen wir die Static Elements rein. Nein, nicht den Co-Piloten. Der ist ein Dynamic Element, würde ich sagen. Und dann seht ihr, wir haben Blöcke und wir haben unser Remove Before Flight am Pitotor. Ja, liebe Leute, das war doch ein kurzer und entspannter Flug. Ja. Was man hier noch schön sehen kann, unser Motor ist noch etwas heiß und glüht hier noch ein bisschen. Ja, war ein wirklich schöner Flug. Also, gucken wir uns das Ganze nochmal auf der Karte an. Leider können wir hier nicht unbedingt nachvollziehen, wie die Landschaft ist, weil das wird hier nicht angezeigt. Aber wir haben eben ja den Nordkurs nach Bamberg gewählt, sind etwas westlich von Bamberg dann abgedreht, sind der Autobahn gefolgt, über die Seenlandschaft, sind dann in die Platzrunde eingedreht und sind dann ganz sanft auf der Piste gelandet. So, jetzt können wir noch final gucken, wie viel Treibstoff haben wir noch an Bord. Wir sollten ja laut Flight Level 905 mit, ich gucke gerade nochmal nach, hier steht es, 33,5 Liter bei der Landung ankommen. Von daher, das checken wir jetzt mal. So, und wir haben noch 36,7 Liter. Das heißt, wir haben etwas weniger verbraucht. Das kann einerseits daran liegen, dass halt X-Plane doch nicht 100% die Realität abdecken kann. Es kann aber auch heißen, dass wir hier und da mal schneller gesunken sind oder dass wir hier und da mal etwas langsamer geflogen sind und. Es hat viele Gründe. Jedenfalls, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat Spaß gemacht. Ja. Ich freue mich auf die nächsten Videos und wenn ihr Fragen habt, dann einfach immer jederzeit her damit. Macht's gut, bis dann.